Es ist das Tag Team Match, auf das alle gewartet haben. Und zwar schon seit dem ersten Winter of Wrestling. Und jetzt hat es endlich stattgefunden, im April bei Special Edition. Auf der einen Seite die Herausforderer, Tony Harting, Michael Schenkenberg, die Muskelkater. Auf der anderen Seite die Titelverteidiger, Marius Alani und Damek. Sie sind endlich aufeinander getroffen, die beiden Teams. Und dieses Duell präsentiert euch Markus Holzer heute. Haben wir schon lange gewartet. European Wrestling Promotion Tag Team Championship. Die Muskelkater gegen The Mac und Marius Al-Ali. Ja, es ist ganz interessant. Der Tony Tiger Harting und Michael Schenkenberg sind seit dem 16. Dezember 2017 ein Tag Team. Damals haben sie gemeinsam das Finale des Axel Dieter Memorial Cups gegeneinander bestritten. Am Ende hat Schenkenberg, der das Match knapp für sich entscheiden konnte, dann den Tiger gefragt, ob er mit ihm ein Tag Team bilden möchte. Ja, und einen Tag davor, am 15. Dezember 2017, da haben Marius Al-Ali und The Mac die Tag Team Trophäen hier gewonnen in Hannover. Das heißt, die beiden verbindet durchaus eine Geschichte miteinander. Nur dieses Titelmatch, das konnten wir bisher noch nicht sehen. Es hat sich schon lange angekündigt und dann konnte der Mac kurzfristig nicht antreten, ging hin und her. Jetzt ist es endlich soweit. Zwei absolute Top-Teams gegeneinander, die auch sehr, sehr eingespielt sind. Ich glaube, das werden wir heute auch noch zu sehen bekommen. Slingblade hier jetzt erstmal von der Mac, der sich hier vorstellt. Der Urban German aus Hamburg. Auch schon sehr, sehr viel Erfahrung auf der ganzen Welt gesammelt hat. Kassiert aber jetzt hier die Clothesline. Ja, und da sehen wir auch, was die Spezialität des Tigers ist. Denn er ist ein echter Kampfsportexperte. Capoeira, Judo, Kickboxen, das sind alles seine Disziplinen. Und jetzt die beiden Partner im Ring. Marius Al-Ani, der Ninja Warrior, gegen The Shank, Michael Schenkenberg, den ehemaligen Junior Champion der European Wrestling Promotion. Wristlock von The Shank angesetzt gegen Marius. Dreht sich aber raus. Und mit dem Beinfeger ist er jetzt selber in der Überlage. Überlage natürlich kein Wort. Aber Ankle Lock, das ist ein Wort, diesen Ankle Lock kann er aber nicht lange durchziehen, denn da ist der Shank schon wieder mit dem Side Headlock. Miteinander gegenseitig. Hätte den Vorteil. Wristlock von Schenkenberg. Wunderschön gemacht, dreht sich hier raus. Das ist wunderbare europäische Ringkampfkunst, die uns hier der Michael zeigt. Side Headlock, aber da dreht sich Marius einfach raus. Darauf hat er nur gewartet. Jetzt seinerseits mit dem Wristlock. Und das fängt ja super an, dieses Match. Er hat jetzt hier den Vorteil. Der Shank dreht sich hier seinerseits raus. Jetzt wieder von ihm der Wristlock. Top Wristlock angesetzt. Aber jetzt mit einer Beinschere und jetzt ist er wieder im Vorteil. Das ist wirklich, ich bin beeindruckt. Das ist ja wunderbar. Hier gibt es kein Abtasten, wie man das vielleicht annehmen konnte bei so einem großen Titelkampf. Hier geht es gleich richtig zur Sache und Marius zeigt uns hier nochmal, wie fit er ist. Kombiniert hier die Beinschere mit Liegestütz. Und dafür ist der Shank jetzt wieder da. Noch nicht. Weiß man gar nicht, wer hier wirklich den Vorteil hat. So schnell geht das hier, aber jetzt raffiniert gemacht von Marius, der sich mit diesem Wristlock wieder in die Top-Position begibt. Aber der Shank, der läuft schon wieder durch den Ring, holt sich schon wieder die Unterstützung des Publikums und wird gleich wieder zurückschlagen. Und zwar mit Hilfe der Seile.
Marius dafür mit dem Ratschlag seinerseits. Das ist wirklich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wunderbar, was uns die beiden hier präsentieren zu Beginn dieses Championship-Matches. Ja, zwei Athleten, aber da kommt er von hinten, der Marius. Headlock Takeover und da ist er jetzt wieder ganz oben auf. Oder? Ganz schnell gemacht. Darauf war Schenkenberg nicht vorbereitet. Und wieder Wechsel mit dem Bein. Sehr kreativ gemacht. Der Mac darf sich wieder zu Wort melden. Erstmal gibt es aber die Double Action mit dem European Uppercut, der ordentlich gekracht hat. Und dann stolpert er auch noch über Marius. Das kam er hinterher, aber nach einer Double Action, da möchte er nicht zählen. Monsieur Gab ist ja jemand, der es mit den Regeln immer ganz, ganz genau nimmt. Der vor allem auch seine Autorität auf gar keinen Fall untergraben wissen möchte. Diamond's Carry Position von Schenkenberg, der gerade noch kassiert hat. Jetzt beweist er seinerseits seine Kraft. Vorher hat das Al-Ani mit dem Liegestütz gemacht und hier die Squats von The Shank. Das ist natürlich auch psychologische Kriegsführung. Da zeigt er natürlich den Rivalen auch, dass ihm die Aktionen bis jetzt alle nichts ausgemacht haben. Aber The Mac fackelt nicht lange und schickt seinen Partner wieder in den Ring. Jetzt wieder Marius. Der kann auch die Squats, aber dann will der Tiger auch nicht mehr länger zuschauen. Der Tiger aus Berlin jetzt gegen Marius Al-Ani. So schönes Post-Down und ich muss ja sagen, die haben ja beide, besser gesagt, alle vier Wrestler hier sind ja unglaublich durchtrainiert. Zeigt nur noch seinen Rücken. Wenn das mal nicht ein Trick ist, jawohl, da hat mal Al-Ani genau das bekommen, was er wollte und jetzt zeigt er seinerseits dieses Quads und das in einem deutlich höheren Tempo nochmal. Diesmal greift aber der Shank zu. Ja, bisher wird eines deutlich. Diese beiden Teams, die neutralisieren einander. Die sind bisher absolut gleich stark. Aber vielleicht jetzt die Double Action mit der Mac. Landet er gleich auf dem Knie von Schenkenberg. Nein, auf der Matte. Stattdessen gibt es das Posing. Ja, zumindest moralisch würde ich sagen 1-0 für die Herausforderer. Gibt auch noch den doppelten Hip-Toss gegen Marius Al-Ani. Der geht nach draußen und nochmal das Posing. Ja, das ist wirklich feinste Tag-Team-Action von den Muskelkatern, die in diesem, ja, etwas mehr als einem Jahr, knapp eineinhalb Jahre sind sie, in diesen knapp eineinhalb Jahren sind die wirklich zu einer absoluten Einheit zusammengewachsen. Glaube ich, in ganz Europa nur wenige Teams, die so auch mit denen aufnehmen können, mit den Muskelkatern. Eines sind wir hier, eines dieser Teams. Die sind ja auch nicht umsonst schon so lange Champions. Nehmen sie jetzt erstmal eine Auszeit, um sich zu erholen, aber ich glaube nicht, also aussehen lassen werden sie sich bestimmt nicht. Die Muskelkater müssen jetzt natürlich den Champions auch die Möglichkeit geben, zurück in den Ring zu kommen. Sie auch wieder weitergehen kann. Da, der Mac von hinten. Oh, ganz schnell hat er jetzt attackiert. Das war jetzt nicht unbedingt die feine englische Art. Verschafft ihm aber jetzt den nötigen Vorteil. European Uppercut. Headbutt in die Ringecke. Und ein Job hinterher. Und zwar ein doppelter Job. Das, so kennt man der Mac. Der hat ja diese ganz speziellen Jobs drauf. Die klatschen nicht nur ordentlich, sondern die tun auch doppelt weh. Der Wechsel. Jetzt in die Ringecke wird weiter bearbeitet. Schnelle Wechsel bei den Champions. Denn diese Aktion der Ringecke, die sind auch nicht unbedingt erlaubt. Da ist auch Monsieur Gab zur Stelle. The Mac lässt sich aber nicht lumpen. Jetzt merkt man es, dass die Tag Team Champions dann doch einen härteren Gang zugelegt haben. Das, was ich vorher als 1-0 für die Muskelkater bezeichnet habe, könnte sich jetzt ja fast als Eigentor erweisen. Armbar von Marius Al-Ani gegen den Tiger Tony Harting. Er kommt aber schnell wieder auf die Beine. Marius setzt aber nach mit den Ellenbogen. Wieder der Wechsel. Ja, diese schnellen Wechsel sind natürlich sehr, sehr klug. So können die beiden
Champions dafür sorgen, dass der jeweilige Partner immer frisch bleibt, dass sich keiner verausgabt, dass aber auch die Muskeln warm bleiben. Gleichzeitig wartet Schenkenberg draußen natürlich schon sehr lange auf seinen Wechsel. Muss hier mit ansehen, wie sein Partner malträtiert wird. Das wird ihn nicht weniger motiviert machen. Jetzt aber erstmal weiterhin die Offensive bei den Titelträgern. Schulterstoß und schon wieder der Wechsel. Marius Al-Ani jetzt. Ja, eine Double Action ist erlaubt. Irish Whip von Al-Ani beim Kick, da hält sich aber der Tiger fest, trifft seinerseits mit einem Kick. Das war wirklich ganz, ganz wichtig für ihn, dass er hier diesen harten Kick nochmal abwenden konnte. Kann auch den Body Drop nach draußen gerade noch so abfangen. Hat er gut gemacht, aber da ist der Mac, jetzt bin ich schon ganz durcheinander, denn so kenne ich jetzt gar nicht von den Champions. Und denen jetzt halt ihrerseits die Regeln. Und da die Clothesline gegen den Tiger, der war dann noch im Seil verfangen. Ja, das ist schon eine gewagte Aktion, sag ich mal. Wenn Monsieur Gap da genau hinsieht, kann er auch eine Verwarnung aussprechen. Der Schenkenberg ist auch gleich bei seinem Partner, guckt er, dass er sich eh nicht verletzt hat. Sah schon sehr hart aus. Ja, hier merkt man es halt auch wieder. Al-Ani und der Mac, die kennt man ja eigentlich schon als Sportsmänner. Aber hier geht es trotzdem immerhin um die Titel. Und dann ist natürlich auch mal das eine oder andere Mittel recht, das in einem regulären Kampf vielleicht nicht zum Einsatz kommt. Snap Suplex von Marius. Float over ins Cover direkt hinterher. Aber Harting kommt nochmal raus. Ja, die Champions schon lange am Drücker. Greift er wieder ins Bein. Ja, eine Art Ankle Lock hier von Marius, der wieder mit dem Bein wechselt. Das haben wir schon einmal gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr raffiniert und zeigt auch wirklich diese sehr, sehr gute Ringübersicht, die Champions auch haben. Und sind auch sehr erfahren natürlich, nicht nur gemeinsam, sondern generell im Ring. Al-Ani immerhin seit 2011 Profi. Der Mac, den haben wir unter anderem beim Cruiserweight Classic der WWE gesehen. Also, die wissen schon, wie der Hase läuft. One Half Boston Crab angesetzt von der Mac. Nimmt er jetzt das zweite Bein. Ja, aber da hat der Tiger nochmal kontern können mit aller Kraft. Aber zum Dank gibt es den Tritt in den Rücken. Weiterhin jetzt die Champions am Drücker. Dieser Aktion, da hat er sich auch selber wehgetan, glaube ich, der Tiger. Hat er wirklich alle Kraft reingesetzt, um sich aus diesem Boston Crab zu befreien. Der Mac hat das natürlich sofort überrissen, diese Schmerzen im Bein. Setzt nachher mit dem Dragon Screw und hält jetzt auch das Bein weiter fest. Wechsel mit Al-Ani, der mit dem Knee Drop trifft. Darf man wirklich gar nicht erst zeigen, wenn die das riechen, wenn die beiden Blut riechen, wenn die wissen, wo hier die Schmerzen der Gegner sind, dann wird das natürlich ausgenutzt. Das ist natürlich auch völlig legitim. Jetzt wird eben dieses Bein weiter bearbeitet. Ankle Lock. Ja, und da kann sich jetzt der Tiger befreien. Greift hier oben, hat hier einen Einroller sogar durchgebracht, aber kann den Druck nicht aufrechterhalten. Clothesline allerdings aus dem Nichts und jetzt vielleicht die Chance zum Wechsel mit Schenkenberg. Jawohl, jetzt ist Schenkenberg endlich drin und jetzt geht's rund. Clothesline gegen beide. Back Elbow ebenfalls gegen beide. Und zum Drüberstreuen den Body Slam. Natürlich auch gegen beide, oder? Jawohl. Darauf musste er lange warten, der Michael Schenkenberg. Er musste lange zuschauen, wie sein Partner malträtiert wird. Und jetzt aber schon wieder der Wechsel. Sie wollen es gemeinsam angehen. Big Splash gegen Marius. Hinterher die Tigerkralle. Das könnte es gewesen sein, das Cover. Nein. Na, jetzt sollte der Tiger schauen, dass er schnell wieder wechselt. Ich weiß nicht, ob er sich schon genug erholt hat nach diesen ganzen Aktionen. Ja, macht das auch. Sehr klug. Schickt hier gleich wieder das Schenk rein.
beide haben jetzt wieder die Chance für eine Double Action. Jetzt laden sie beide den Marius auf, aber der dreht sich aus diesem Suplex nochmal raus. Befreit sich mit dieser Kick-Serie. Jetzt für ihn vielleicht die Chance zum Wechsel. Aber möchte ihn nochmal nachsetzen. Wristlock, Projektion in die Ringecke. Marius nimmt Anlauf und läuft in den Big Boot vom Schenkenberg. Der fackelt nicht lange, schickt ihn in die eigene Ecke, aber Marius aufgepasst und da, The Mac, aus dem Nichts mit dem Tritt. Ja, da hat dafür der Ringrichter wunderbar aufgepasst. Da gibt es die gelbe Karte für The Mac, für diesen unerlaubten Tritt aus dem Nichts. Monsieur Gab hat da genau hingeschaut und deswegen zählt auch dieses Cover jetzt nicht, dieser Pinfall-Versuch von Marius Al-Ani. Ja, der Schaden ist natürlich trotzdem angerichtet, keine Frage. Der Tritt hat voll gesessen und den hat der gute Schenkenberg auch nicht kommen sehen. Freit sich aus diesem Griff, da packt Marius sofort zu. Front Face Lock angesetzt auf der Matte. Einmal rübergerollt in die eigene Ringecke. Das ist natürlich der Partner von der Schenk. Soweit wie es nur gehen kann. Dafür gibt es auf der anderen Seite wieder den Wechsel. Die Champions machen das wirklich sehr, sehr gut. Der Mac mit dem Snap Suplex geht gleich ins Cover. Wir müssen sehr viel einstecken, ist der Herausforderer. Weil zwischenzeitlich natürlich auch diese Erfolgsphase ihre Spuren bei den Champions hinterlassen hat. Doppelter Job von der Mac. Oh. Will man sie ja fast gar nicht anschauen. So schmerzhaft sind die. Irish Whip. Schön eingesprungener Dropkick von der Mac, der Urban German. Hinterher mit dem Cover. Na, gerade noch so kommt der Schenk raus. War schon verdammt knapp. Front Face Lock hindert ihn der Zweite am Wechsel. Dafür scheint sich hier wieder der Wechsel anzubahnen bei den Champions. Diese Schläge sitzen punktgenau von Marius Al-Ani. Der packt einfach, da drückt er einfach zu. Wir haben ja vorher gesehen, wie durchtrainiert alle vier Männer hier sind. Und da tut das natürlich umso mehr weh, wenn ihr diese muskulösen Arme einen Haltegriff dieser Art und Weise anbringen. Mal schauen, dass der Shank hier nicht auch noch das Bewusstsein verliert, wenn mir die Luftzufuhr so abgedreht wird. Und es gibt auch noch eine Schlagsalbe. Spannend. Die Spannung hier im Hangar Nummer 5, die ist zum Zerreißen. Man spürt das förmlich. Tag Team Championship auf dem Spiel. Schenkenberg versucht hier jetzt irgendwie zu seinem Partner zu kommen, zum Tiger. Stattdessen gibt es auch den Sunset Flip von Marius Kammer. Nein. Und den Schlag hinterher, damit auch ja keine Chance zum Wechsel besteht. European Uppercut von Marius, der das sehr, sehr klug macht, indem er seinen Gegner in der Ringecke belässt. Und da greift der Mac auch unerlaubt zu und nochmal. Die Rechnung hat er in dem Fall ohne den Schenkenberg gemacht, der da gut aufgepasst hat, steigt auf Seil und wird von der Mac festgehalten. Ja, lange genug, um Marius die Chance zu geben, seinerseits anzusetzen zu einem Superplex. Aber Schenkenberg kann nochmal kontern, kann sich befreien, steigt auf Seil. The Mac, Achtung, der wankt da draußen und auch stolpert zurück und befördert so den Schenkenberg vom Seil. Na, das Cover zählt nicht, weil die Wirkung natürlich umso schmerzhafter. Ich weiß gar nicht, war das nur unabsichtlich? Für mich sah es fast so aus, als hätte er den Michael hier unabsichtlich vom Seil geschubst. Oder das Rot. Der Rot-Michel gab es sogar gleich mit der roten Karte. Naja, vorher hat er absichtlich festgehalten und dann unabsichtlich wieder da zurückgetaumelt. Oh, hat er da ein bisschen gelacht? Hat er vielleicht auch sogar mich hier gefrotzelt? Der gute Mac, war das vielleicht gar nicht so unabsichtlich? In jedem Fall hat es gereicht, um hier Marius die Chance zu geben,
Oberwasser zu erhalten. Ja. Natürlich guter Rat, teuer, wieder Schenkenberg mit dem Versuch des Wechsels mit dem Toni, mit dem Tiger, der jetzt hier den Wechsel schafft. Der Wechsel ist gelungen, aber ach nein, nein, Monsieur Gab hat es nicht gesehen. Der Mac hat ihn abgelenkt und es gibt sogar die gelbe Karte. Ach, er ist natürlich unglücklich gelaufen für Toni. Der Wechsel ist zwar gelungen, der Ringrichter hat es nicht gesehen und dann auch noch die gelbe Karte. Aber jetzt, Michael taucht weg bei dem Kick und jetzt den Wechsel, den haben wir alle gesehen. Harting kann aufräumen, Back Elbow, Clothesline. Jetzt werden wieder beide mal trainiert. Back Elbow und Uronagi Slam vom Tiger. Daniel stürmt heran, wird aber abgefangen. Jetzt geht's ins Seil. Taucht er nochmal weg beim Crossbody, wird aber erneut einfach aufgefangen und Followaway Slam vom Tiger Toni Harting. Cover! Nein, das war es noch nicht. Aber die Karten, das merkt man, die sind wieder neu gemischt. Die Herausforderer, die sind wieder zurück im Rennen. Dauert auch schon sehr lange. Alle vier inzwischen schon gezeichnet, aber ich traue mir noch immer keine Prognose wagen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt gibt es die Double Action. Nach vorne wieder abgelegt, der Marius. Jetzt gibt es noch die zweite. Dropkick in den DDT. Das könnte es gewesen sein, aber so wie ich den Monsieur Gap kenne, jawohl, zählt er dieses Cover nicht nach der doppelten Double Action. Gibt sogar Applaus von der Mac. Ja. Wie gesagt, Monsieur Gap, das ist jemand, der achtet ganz genau auf die Regeln. Und beide haben jetzt auch schon eine gelbe Karte kassiert. Dann muss man auch aufpassen, hier den Ringrichter nicht so sehr zu provozieren. Wieder der Wechsel. Dadurch wieder die Chance für eine doppelte Aktion. Marius taucht hier aber weg. Mit seinerseits mit der Hurricane Runner. Und landet gleichzeitig. Sehr schmerzhaft zwischen den Beinen bei Michael Schenkenberg. Er war klug gemacht und hinterher gleich der Freistoß von der Mac. Ja, da hat man eben gesehen, die Erfahrung von Marius Al-Ani mit dieser Hurricane Runner. Hat er gleich beide Gegner kurzzeitig zumindest aus dem Rennen genommen. Jetzt die Herausforderer wieder in der Unterlage. Der Mac schickt hier den Schenkenberg sogar nach draußen. Der Schenk rappelt sich langsam wieder hoch, während es jetzt auch dem Tiger an den Kragen geht. Jetzt erstmal die Verschnaufpause für der Mac. Auch seinen Partner natürlich. Der aber die Pause auch nutzt und draußen, oh, mit voller Wucht schlägt er hier den Tiger gegen den Ringpfosten. Der hat das gar nicht kommen sehen. Und das war aber schon sehr, sehr unschön. Ich glaube, der liegt dann noch immer benommen auf dem Hallenboden. Um Gottes Willen. By any means necessary. Um jeden Preis wollen sie hier ihre Tag-Team-Trophäe wieder mit nach Hause nehmen. Und da liegt er. Da sehen wir es. Oh, langsam kommt er auf die Beine, Tiger. Oh, und da hat er sich in der Platzwunde zugezogen. Bei diesem Wurf gegen den Ringpfosten. Um Gottes Willen. Ich hoffe, er kann weitermachen. Jetzt sofort das Cover von der Mac. Jetzt muss es eigentlich, nein. Irgendwie kommt hier Harting nochmal raus, aber. Oh, das sieht aber ganz schlimm aus. Der Mac gibt ihm da auch gar keine Chance. Man trittiert die Platzwunde weiterhin. Wie ein weißer Hai, der einen Tropfen Blut geleckt hat. Oder geleckt, ich blöd gesagt, gewittert hat natürlich. Im Meer. Und hier gibt es die zweite gelbe Karte für die Trizierer. Jetzt haben die Champions zwei gelbe Karten. Der nächste Ringeverstoß, der von Monsieur Gap geahndet wird, könnte die rote Karte bedeuten und dann war's das mit dem Match. Aber so soll natürlich ein Titelkampf auch nicht enden.
Ja, die Frage ist, ob es überhaupt dazu kommt. Monsieur Gap wirft hier nochmal genau den Blick auf den Tiger. Oh, Tony Harting, diese Platzwunde. Sehr, sehr unschön, sehr schmerzhaft und auch noch insofern ein Problem, weil es natürlich das Blut, das rinnt in die Augen, das mindert das Sichtfeld. Auch das natürlich ein weiteres Problem jetzt für die Herausforderer und das genießt LeMack. Hast du ein bisschen sadistisch hier, der Urban German. Side Headlock mit dem Tiger und da gibt es auch den Schlag genau auf die Wunde. Wie lange kann der Michael draußen noch zuschauen? Muss ich hier auch wirklich zurückhalten. Headbutt in die Ringecke, der Wechsel. Marius Al-Ani jetzt im Ring. Setzt seinerseits auch nach, alles jetzt gegen den Kopf. Das ist natürlich nicht unerlaubt, das ist auch nicht verboten, aber das ist natürlich ein Mittel, das ganz schnell das Match jetzt beenden kann. Es ist sehr schmerzhaft, die Wunde hört gar nicht auf zu bluten, immer mehr Blut auf dem Gesicht des Tigers, das Cover jetzt hinterher. Irgendwie schafft das trotzdem noch, sich zu befreien. Ich weiß nicht, wo der Tony diese Kraft hernimmt. Und da hat jetzt der Schenk genug gesehen. Muss aufpassen, nicht die gelbe Karte zu kassieren, aber da hat er jetzt einen Einsinn gehabt mit seinem Partner. Schafft ihm vielleicht ein paar Sekunden zur Erholung, aber ich weiß gar nicht, wo der Tiger überhaupt noch hernimmt, dass er überhaupt hier im Match steht und sich aus diesen Coverversuchen befreit. Aber Aktionen wie diese, die machen es natürlich auch nicht einfacher. Snake Eyes. Slingholster und der Diamond Cutter hinterher. Alles auf den Kopf, das Cover, das muss es gewesen sein. Nein! Wo nimmt denn der Tiger diese Kraftreserven her? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, das Match, das geht weiter. Kann nur noch Instinkt sein. Instinkt und die Chance hier, die Titel doch noch vielleicht mit nach Hause zu nehmen. Aber wie lange hält er das denn noch durch? Irgendwie kommt er jetzt doch noch zu Kräften. Ah, wendet diese Schläge ab. Ja, unglaubliche kämpferische Leistung. Ich kann meinen Hut, meinen imaginären Hut gar nicht hoch genug ziehen, aber wird er auch Erfolg haben, doppelte Close sein. Jetzt vielleicht die Chance zum Wechsel. Er muss alles dran setzen, mit dem Michael Schenkenberg zu wechseln. Er sieht es und er hat es. Er hat ihn. Er hat der Schenk gefunden. Jetzt nochmal Michael Schenkenberg mit der dritten Luft. Flapjack gegen der Mac. Al-Ani stürzt heran, kassiert einen Tilt-the-World-Backbreaker. Ja, der Schenk, er muss nachsetzen. Alle vier Superstars deutlich gezeichnet. Der Schenk eindeutig am fittesten. Muss er hier lange genug zuschauen. Will hier seinen Partner wieder ins Rennen schicken. Hier wird der Mac abgefangen. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich. Oh jawohl, jetzt wird er auf die Knie abgelegt. Das kennen wir von den Muskelkatern. Die Chance zum Cover. Nein, der Mac liegt in den Seilen. In den Seilen gibt es halt kein Cover. Aber es gibt hier noch den Marius Al-Ani. Oh, Jawbreaker von Marius. Spin-Kick hinterher. Nur der Scheck. Der lässt sich das trotzdem nicht entgehen. Double Underhook und nach vorne den Spinebuster abgelegt. Das Cover 1, 2, 3. Das gibt's ja nicht. Wir haben neue Champions.